Ja, sind diese Messer, die ich gestern veröffentlicht habe, am 1. April 2022, nichts anderes als ein schlechter Aprilscherz, ist diese Raptor-Kralle, dieser Hawk und auch dieses Stichmesser, dieses Stitch-Messer hier, einfach nur Fake-Teile. Und ich habe meine ganze Followerschaft einfach nur reingelegt, wenn du das wissen willst. Und wenn du eine kleine Entschuldigung von mir hören willst, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. Ich habe gestern am 1. April 2022 ein Video veröffentlicht. Und zwar in diesem Video habe ich diese drei Messer hier vorgestellt: den Raptor, den Hawk und den Stitch. Das Video, weiß ich nicht, dort halbe Stunde oder so irgendwas, habe da unterschiedlichste Dinge gezeigt und auch etwas von der Philosophie erzählt. Und wir haben uns da sehr viel Mühe gegeben, diese Messer hier zu besorgen und diese Messer hier zu bauen und das Ganze aufzubauen, in den Webshop einzupflegen. Ich habe dann auch noch am Messerkanal ein Video gemacht zu diesen Kunststoffschlaufen hier und Uti-Clip und all das. Und da haben wir uns sehr viel Aufwand gemacht dafür. Das ursprüngliche Video von gestern, das habe ich schon eine Woche davor aufgenommen. Du siehst es vielleicht auch an der Frisur und all den Dingen. Das habe ich schon früher aufgenommen. Das war eine Aktion, die von langer Hand geplant war. Und ich habe das am 1. April jetzt rausgebracht, also gestern. Und das hat halt für sehr viel Unruhe gesorgt und auch den einen oder die andere etwas durcheinander gebracht. Und ich möchte hier also mich entschuldigen, dass ich das gestern gemacht habe. Gestern veröffentlicht habe. Es war wahrscheinlich, ich wollte einen Spaß mal einfach machen. Ich wollte mir einfach einen Spaß machen, aber anscheinend hätte ich das nicht am 1. April freischalten sollen. Denn natürlich sind diese Messer kein Scherz. Natürlich mache ich keinen April-Scherz. Warum sollte ich solche coolen Teile nur zum Spaß machen? Natürlich nicht! Es war kein Aprilscherz. Natürlich war das kein Aprilscherz, ja. Diese Messer sind gekommen, um zu bleiben. Wir haben uns seit dem letzten Sommer, ja, seit dem Sommer 2021 immer und immer wieder mit dem auseinandergesetzt. Wir haben viele andere Projekte auch, die wir am Laufen haben. Das hier da zum Beispiel, aber das kommt an einer anderen Stelle. Also wir tun sehr viel. Wir gehen in eine Art, ich nenne das jetzt mal Eigenproduktion, ja, aus dem Grund, weil wir uns unabhängiger machen wollen von anderen Herstellern, weil wir uns unabhängiger machen wollen von den aktuellen Situationen. Das heißt, wir schauen, dass wir so viel wie möglich zu uns zurückholen. Und aus dem Grund, das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß. Du kannst das Messerdesign hassen oder lieben, und das habe ich natürlich auch in den Kommentaren gesehen. Das war mir aber zu dem Zeitpunkt klar, als wir mit den Entwürfen angefangen haben. Und ich kann mich noch genau erinnern, wir sind im Garten gestanden, da war die Claudia dabei, die bei uns die CAD-Zeichnungen macht. Und war im Sommer, es war schönes Wetter, und ich habe gesagt, das wird hohe Wellen schlagen, weil diese Messer ganz einfach polarisieren. Entweder liebt man es oder man hasst es. Aber eine Sache möchte ich klarstellen, und das ist ganz klar. Du kannst das hassen, ist total okay, und kannst es unnötig finden und grauslich finden. Aber und hässlich, ja. Aber wir bauen keine Messer fürs Auge. Wenn du Messer fürs Auge haben willst, gibt es viele andere Hersteller, die ich auch schon in meinen Kanälen, in meinen unterschiedlichsten Kanälen hier im Survival Shop, aber auch am Messerkanal, mehrfach vorgestellt habe. Das kannst du gerne tun, und ich habe da auch nichts dagegen, und ich habe auch keine Berührungsängste mit Herstellern, die fürs Auge produzieren, die ein Gefühl über das Auge produzieren. Ja, mach das. Diese Messer, und ich habe mich absichtlich dafür entschieden, sind nett fürs Auge. Und auch die nächsten Messer, die kommen werden, die dann nicht im EDC-Bereich sein werden, sondern für Outdoor Survival, sozusagen für den Wald, im Waldurlaub sozusagen. Und das sind die hier nicht. Die werden auch hässlich sein. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich schaue mir das Design nicht an, so nach dem Motto, oh, und ist da das und das Schnörkel und da und das machen wir auch noch, weil das schaut einfach im Webshop so cool aus. Und wenn du es dann in der Hand hast, glaubst du, das hier, und einige haben mir auch den Kommentar gegeben, dass das unangenehm ist. Das ist fix nicht unangenehm. Du kannst es, und das sage ich jetzt so, du musst gar nichts. Du musst gar nichts. Ich zwinge auch niemanden, etwas bei mir zu kaufen, ist mir wurscht. Nur,
Wenn du sagst, es schaut aus, als wäre es unangenehm in der Hand, dann ist es cool, dann ist es okay, es schaut so aus, ist in Ordnung, weil du hattest es ja noch nicht in der Hand. Deine Hand hat noch kein Feedback dazu gegeben. Aber zu sagen, das ist sicher unangenehm in der Hand, kann ich dir echt sagen, nö, das musst du vorher ausprobieren. Wie auch immer, diese Messer sind gekommen, um zu bleiben. Sie sind gekommen, um zu bleiben. Und die ganzen negativen Kommentare ist mir alles egal. Das ist ja ganz klar, wenn man in die Öffentlichkeit geht, dann muss man mit Kritik umgehen können. Das ist mir auch wurscht. Wirklich, das ist mir echt egal. Ich lese diese Kommentare, um zu reflektieren und darüber nachzudenken, was wir in der Zukunft besser machen können. Aber ich stehe total hinter diesem Konzept. Und alle, die das hässlich finden, sollen es hässlich finden. Die es unnötig und grausig finden, sollen es grausig finden. Und ich möchte mich bei all jenen bedanken, die erstens verstanden haben, was dieses Konzept soll. Und ich kann allen, die bereits bei uns gekauft haben, ich kann allen versichern, du wirst dein Messer kriegen, das ist kein April-Scherz. Die Messer und auch die Messermarke Knives 4, geh ins Patentregister hinein, in das Markenregister und schau nach, ob es die Marke Knives 4, ob die registriert wurde und ob da mein Name dabei steht. Schau dir das an und wenn du es nicht glaubst, das ist gekommen, um zu bleiben. Und wir arbeiten die nächsten Jahre genau unter anderem auch an dem. Es wird noch viel kommen. Du wirst schauen. Und für alle, die jetzt traurig sind und sagen, das ist kein Outdoor-Messer. Was wirklich, es sind keine Outdoor-Messer. Das habe ich aber auch nie behauptet. Ich habe nur ein bisschen Holz herumgeschnitzt, halt, damit man es sieht. Aber das müssen die nicht. Die haben ein ganz anderes Einsatzgebiet. Ich habe hier einen Prototyp liegen von einem Outdoor-Survival-Messer. Das ist wieder groß. Und ich bin kurz davor, es in die Kamera zu halten, aber irgendwie will ich es nicht tun. Weil es noch nicht ganz fertig ist. Und das hier wird dann der Survival Beaver werden. Das ist eine andere Liga, ein ganz anderes System. Aber der ist nicht dafür gedacht, dass du ihn um den Hals tragst oder verdeckt unter deinem Rettungsring oder wenn du keinen Rettungsring hast, so wie ich, am Gürtel tragst. Es ist kein leichtes Backup-Messer, das mit unterschiedlichsten Varianten neu gedacht ist. Sondern es ist ein klassisches Outdoor-Messer, halt so wie es der Rainer Rossmann als Survival-Ausführung wählt. Entscheid du, was du damit anfangen willst, wie du das siehst. Das Messer wird auch kommen, ein bisschen Geduld. Und bis dahin, Hawk, yeah! Stitch! Und natürlich für alle, die es ein bisschen Dinosaurier-mäßig haben, der Raptor. Daumen nach oben oder nach unten. Schreib mal einen Kommentar, auch gerne einen bösen. Ist alles gut, ist nämlich gut. Jeder Kommentar ist gut, wirklich. Abo da lassen, ich gebe dir natürlich den Link in meinen Shop. Ein paar andere Videos. Dein Rainer Rossmann und ciao, ciao.